Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe auch, dass es euch gut geht. Ja, ich habe heute Morgen schon ein Video gedreht, ein Aufgebraucht-Video. Das wird wahrscheinlich, werden das die ersten von euch morgen sehen. Genau, das ist für Samstag geplant, ja. Und dieses hier war gar nicht eigentlich geplant, aber ich musste eben noch zur Apotheke und nach dem Lidl. Und unmittelbar da ist dann auch auf dem Platz der DM. Und ich brauchte eh meine Waschmaschinen-Kalktabs und noch ein Produkt, was mir ausgegangen ist. Das werdet ihr dann auch im Aufgebraucht-Video sehen. Das zeige ich euch jetzt. Und dann habe ich doch einiges Neues entdeckt und war hin und weg und auch zwei neue LEs von Essence, diese Disney Cinderella LE und von Catrice, diese Nude irgendwas. Hab mir jetzt nicht ganz so viel mitgenommen, aber so da, wo ich scharf drauf war, das durfte mit und ich zeige euch das gleich. Ich bin zwar jetzt schon geschminkt, aber die Produkte, die ich euch gleich zeige, bis auf ein Produkt kann ich euch, glaube ich, ganz gut, können wir noch ausprobieren. Ja, gut, ich habe mir einen Kaffee gemacht, weil wir haben jetzt, wie viel Uhr haben wir denn? Viertel nach vier. Kaffeezeit. Ja, ich würde sagen, ich fange an. Preise müsste ich euch einblenden können. Kassenbon müsste ich mitgenommen haben. Ich fange erstmal an mit, ja, das brauchte ich wieder. Wir haben relativ kalkhaltiges Wasser bei uns und von Denkt mit nehme ich ganz gerne diese Anti-Kalk-Tabletten für die Waschmaschine. Ja, die schmeiße ich einfach zu jeder Wäsche in die Kammer rein und ja, ob es was bringt, vielleicht ein bisschen. Das brauchte ich. Ja, und das Produkt, das ist mir, das seht ihr dann auch morgen im Aufgebraucht-Video, von L'Oréal Elnett Deluxe, das Föhnhitze Styling Spray Volumen. Dieses hier. Das habe ich auch noch für Locken. Da steht also hier Locken dann 3 Tage. Und es gibt es auch noch, habe ich gesehen, eben für glatt. Also für wenn man sich die Haare glättet. Das habe ich jetzt aber noch nicht, weil es ist auch nicht ganz so günstig. Ihr werdet sehen. Ich denke, ich blende es euch hier rein, den Preis. Ja, aber das finde ich klasse, das Produkt. Sonst hätte ich es mir auch nicht nachgekauft, weil man hat wirklich danach, also ich föhne mir ja jetzt, ja gut, heute habe ich die Haare, weil die sahen unmöglich aus heute Morgen. Ich habe sie mir dann einfach streng zurückgebunden. Aber wenn ich mir dann die Mühe mache und mit meiner Rundbürste, mit meiner Föhnbürste hantiere, dann bringt das schon was, weil das ist ja auch mit einem, erstmal ein Hitzeschutz ist hier drin und zum Stylen. Also man hat einen gewissen Halt schon und ich brauche danach nicht noch irgendeinen anderen Festiger. Und am nächsten Tag hat man wirklich noch ein bisschen Volumen. 3 Tage weiß ich nicht. 3 Tage hält das bei mir nicht, weil meistens wasche ich mir am zweiten, dritten Tag die Haare. Aber ansonsten finde ich das Produkt sehr, sehr gut. Hat mal, ja, hat halt hier oben den Sprühkopf. Riecht ganz angenehm. Kommt ins feuchte Haar. Ich glaube, das für Locken, das, was ich auch habe, kommt ins trockene Haar. Und das sprüht ihr euch nach der Haarwäsche ins feuchte Haar. So ein bisschen verteilen. Und ich bin begeistert davon. Deshalb brauchte ich das jetzt wieder. Und ich denke, das werde ich auch nach Budapest mitnehmen. Genau. Dann habe ich was Neues entdeckt. Ich weiß, ich habe eigentlich genug Duschen. Aber zum Ersten liebe ich CD, diese Marke. Und dann habe ich gelesen, ich sah das, da stand neu dran, Duschschorle. Und zwar mit Rhabarber. Schön hier mit so einem hellpinken Deckel. Und hier steht halt Duschschorle und ihr seht schon Rhabarber. Und ich esse total gerne Rhabarber im Sommer. Und oh, das riecht einmalig frisch, fruchtig nach Rhabarber. Also wer den Duft und ja, wer genauso gerne Rhabarber isst und drauf steht, so wie ich, der muss da mal dran schnuppern. Und dann, als ich an der Kasse war und dann zog die Verkäuferin dieses Produkt dadurch und dann sagte sie so, das hätte sie sich auch gekauft, weil das wäre auch genau ihr Duft. Und ja, müsst ihr mal dran schnuppern. Ich werde ja irgendwann, ich denke mal eine Woche bevor ich nach Budapest fliege mit dem Chor, werde ich dann ein Video drehen zu den Produkten, die ich mitnehme nach Budapest und mal gucken, was dabei sein. Vielleicht ist dann die Rhabarber-Duschschorle von CD mit dabei. Ja, dann noch was zum Duschen, aber mit Peeling-Körnern. Von One Ginger Morning gibt es jetzt zwei neue, ich glaube zwei waren es, ja. Einmal dieses One Ginger Morning, da stehe ich ja total drauf. Da habe ich ja die Bodylotion bzw. die Dusche auch schon von gehabt. Und ihr seht hier die dunklen Punkte, das sind wohl die Peeling-Partikel. Das habe ich doch, ich kann hier, wir probieren das mal aus. Ich will mal wissen, wie fest, wie hart die Körner sind. Aber ich liebe diesen One Ginger, also diesen Ingwer-Duft. Das riecht so, oh,
Tisch einfach. Und ja, wir gucken jetzt mal. Und es ging auch noch vom Preis, ja. Das ist halt so eine feste Paste. Haben wir denn jetzt hier ein Peelingkörnchen? Ja, hier seht ihr die Punkte, ne? Und jetzt gehe ich mal, oh ja, das ist ganz fein. Also das fühlt sich, natürlich spürt man diese Peelingpartikel, da diese schwarzen Punkte, aber, oh, lecker, lecker, lecker. Ja, ich glaube, das muss ich mal heute Abend schon ausprobieren. Da gab es noch, ich glaube, dieses Raspberry. Eine andere Duftrichtung von. Aber das war mir zu fruchtig. Und nee, ich stehe total auf One Ginger Morning. Ja, und dann gibt es auch noch dazu passend von Trackelmoon dieses Körperspray. Gab es einmal One Ginger Morning. Sieht so aus. Ganz witzig gemacht hier. Wieder mit dem schönen Spruch. Und dann gab es noch eine, so eine, die Farbe sprach mich an, dieses lilafarbene, ich glaube Blueberry stand da drauf, also ein beeriger Duft. Aber da habe ich mal dran geschnüffelt, das war mir zu süß irgendwie. Und ich stehe halt voll auf diesen Duft hier. Oh, herrlich, also herrlich. Und das kann man sich halt schön auf den Körper sprühen. Gute Laune zum Aufsprühen, sauberes, frisch geduscht Gefühl zum Mitnehmen. Tautropfen zärtlich zur Haut. Die perfekte Ergänzung, ja, zu den anderen Trackelmoon One Ginger Morning Produkten. Und hier steht noch drauf, für alle, denen Haut und Umwelt am Herzen liegt. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt, veganes Produkt. Stimmt, hier das Produkt ist sogar vegan. Nach Silikonen und Parabenen könnt ihr lange suchen. Also es ist auch paraben- und silikonfrei, ja. Und ich liebe diesen Duft. Also das kann ich mir auch gut im Sommer vorstellen, aber auch jetzt. Ich stehe da total drauf. Wir gucken mal. Moment, jetzt habe ich hier ein Hemd an. Bin ja nicht so der Hemdträger. Ich will das mal ausprobieren. Moment. Oh ja, ein feiner Sprühnebel. Oh, lecker. So, und oh, zieht aber schnell ein. Ah, das ist wirklich wie frisch geduscht. Ach, toll. Also das in Kombination so zu benutzen, ist bestimmt prima. Und wie gesagt, wenn ihr auch One Ginger Morning diesen Duft mögt, dann müsst ihr da mal gucken im DM. Oh, lecker. Lecker, lecker. Ja, dann habe ich noch was Neues entdeckt. Badesalz von Balea. Das gibt es wohl neu jetzt, ganz neu. Luxury, so ist eine neue Reihe. Sieht so aus. Und da gab es bei uns im DM jetzt diese zwei Sorten. Und da gibt es auch einen Duft. Also man kann hier hinten riechen. Oh, und das riecht so lecker. Das riecht richtig edel. Das riecht irgendwo edel. Und hier, das ist jetzt Red Love Badesalz mit einem Hauch von Kokos und Pfirsich. Und so riecht es auch. Also fruchtig, lecker und aber auch sinnlich irgendwo. Also Hammer. Ja, und hier, das ist was für Leute, die auf Patchouli Vanille ja, die das mögen, weil das ist jetzt Golden Glamour mit einem Hauch von Patchouli und Vanille. Ja, das ist halt mit so einem goldenen Aufdruck und ist eine einmalige Anwendung. Und das riecht hier, die liebe Sani vom Kanal Chipmaus, vom Kanal Mausis. Ich glaube, du magst doch Patchouli. Also für dich ist das, glaube ich, ist das auch was. Ja, das musste ich mir jetzt mitnehmen, weil das möchte ich gerne mal ausprobieren. Gut, dann brauchte ich auch von Denk mit so Bodenwischtücher, wenn es mal schnell gehen soll. Ne? Ich habe hier in der Küche PVC und da nehme ich sowas ganz gerne mal. Und das ist jetzt wohl eine limitierte neue Sonderedition, sieht so aus. Heißt Frühlingsfrische, langanhaltende Sauberkeit mit Antistatikformel, ideal für zwischendurch mit Mikrofaser. Ja, wie gesagt, wenn es mal schnell gehen muss, ich rieche jetzt mal dran, weil ich denke, ich werde die morgen schon verwenden. Moment. Oh ja. Das riecht nach hoffentlich bald kommenden Frühling. Richtig schön frisch. Ja. Plus, hier steht auch drauf, plus 3 Tücher gratis. Das heißt, hier sind 15 feuchte Bodentücher plus 3 macht 18 Tücher. Kommen wir erstmal mit hin. Wie gesagt, das mache ich schon mal ab und zu zwischendurch. Dann habe ich mir noch mal kleine Größen mitgenommen. Einmal von Alverde die Nutricare Spülung mit Mandel und Argan in klein. Vielleicht nehme ich das auch mit nach Budapest.
Alverdesia Naturkosmetik. Jetzt weiß ich nicht, hier steht jetzt nicht drauf, dass es silikonfrei ist, weil ich ja eigentlich gerne auf Silikone in meinen Haaren verzichten möchte. Steht jetzt nicht drauf, aber ich habe hier hinten auch Dimethikone nicht gelesen. Ja, mal schauen. Aber hier steht es drauf, das ist eine kleine Größe von dem Balea Feuchtigkeitsshampoo Mango und Aloe Vera für trockenes, strapaziertes Haar, Anti-Trocken-Effekt. Und ja, hier steht halt drauf, ohne Silikone. Und es ist halt so eine kleine süße Tube und riecht auch angenehm frisch, fruchtig und kann mir gut vorstellen, dass ich das entweder mit nach Budapest mitnehme oder wenn ich bei meinen Eltern mit denen schon mal jogge. Und dann dusche ich auch bei meinen Eltern, ist ja klar. Und dann nehme ich auch gerne in meinem Beutel sowas mit, wenn ich mich da dusche. Ja, und jetzt kommen wir, glaube ich, schon zu den... fange ich mal an mit einem neuen Duft. Es gibt von Essence neue Düfte. Ich glaube, es waren 4 auf jeden Fall, wenn nicht sogar 5. Das war der erste, an dem ich geschnuppert habe. Das ist ein Eau de Toilette, immer 30 Milliliter. Und hier sind Sticky Notes. Da oben steht es, kostenlos mit dabei. So sieht das jetzt aus mit dem Kussmund, die Sorte, die ich mitgenommen habe. Und hier seht ihr die Sticky Notes, ganz süß. Für meinen Filofax ja ganz gut zu gebrauchen. Jetzt will ich das, ja, wie soll ich den Duft beschreiben? Es waren Tester da. Es gab 3 Düfte, die hätte ich alle 3 mitnehmen können. Aber dieser hier, der roch so sportlich frisch, nicht zu süß. Genau meine Richtung. Ich meine, das hält jetzt nicht ewig, aber ich habe gemerkt, auf meiner Haut, wenn ich mir das direkt auf die Haut sprühe von Essence, die Düfte, die halten nicht so lang. Ich sprühe mir das oft in die Haare oder auch an Pullover oder Schal oder ja, auf die Kleidung. Da hält das bei mir erstaunlicherweise länger. Ja, hier haben wir die Sticky Notes nochmal. Die waren halt bei jeder Eau de Toilette, bei jedem Fläschchen mit dabei. Und hier haben wir auch süße Flaschen. Mir gefallen die Flaschen so gut. Ja, es sieht jetzt so aus, ne? So einer schönen Pappverpackung. Und wie gesagt, ich zeige euch mal den Flakon. Der sieht sehr schlicht, aber dennoch ganz edel aus, wie ich finde. Und ach, wie soll ich euch den Duft beschreiben? Wir warten mal einen Moment. Fruchtig. Aber auch etwas floral, also so eine Mischung zwischen Frucht und Floral, aber ich weiß nicht, der Duft hat irgendwas Edles. Das war so der Duft unter den Düften, der hat irgendwie eine edle Note. Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass der mitkommt nach Budapest. Ich bin mir noch nicht sicher. Ihr werdet es dann bald wissen. Ja, und jetzt kommen wir zur LE. Ich fange mal mit Essence an. So, da gibt es ja diese neue Cinderella Disney LE. Und total süß. Ich hatte die LE jetzt noch nicht gesehen, weder bei Videos oder auf Instagram. Aber ich habe den Aufsteller gesehen und habe mich sofort in halt die Produkte verliebt, die ich jetzt euch zeige. Da gab es Nagellacke und ich habe mich für diesen Ton entschieden. Der ist so ein bisschen taub, grau, lila und hat ganz feine Glitzerstückchen, eher silbern, aber je nach Lichteinfall schimmern die auch schon mal so ein bisschen bunt. Das ist jetzt die 02 Bibidi Bobidi Boo. Bibidi Bobidi Boo, genau. Effektnagellack, der eine porzellanähnliche matte Oberfläche auf die Nägel zaubert. Da bin ich ja mal gespannt, eine porzellanähnliche. Ich habe jetzt aktuell einen Nagellack drauf. Stimmt. Jetzt ist er nämlich trocken. Hier ist er. Und von diesen Glitzerpartikeln sieht man nicht viel. Aber wenn ich hier drüber gehe, das fühlt sich nicht so glatt an. Seht ihr das? Es ist eher matt. Und das mag ich im Moment total. Aber auch nicht zu matt. Ja. Und das war ein Auftrag. Und das ist eigentlich so gut, finde ich, wie deckend. Ja. Und die Farbe, da gab es noch andere Farben. Bestimmt noch 4 andere Farben. Aber die hat es mir irgendwie dann angetan. Und dann gab es noch da einen sogenannten Glittertopfer. Ja, im Moment trage ich ja nicht so viel Glitter, weil meine Nägel sich ja noch erholen müssen. Und ihr seht aber, der funkelt. Das sind so
große silberne Plättchen und dann dieses Gefunkel dazwischen, so kleinere Glitzerpartikel in grün, lila, pink. Der heißt, hat der einen Namen, 01 The Glass Slipper. Und den habe ich euch auch mal hier geswatcht. Einmal solo auf meinem Nagelrad. Und da sieht man vielleicht die größeren silbernen Partikel und dann diese Schimmerpartikel, diese feinen, ne? Und dann habe ich euch den noch hier auf einen schwarzen Nagellack drüber gepinselt. Moment, da sieht man jetzt diese, ach, diese schöne bunten Partikel so schön, oder? Ja, wie gesagt, meine Nägel müssen sich noch ein bisschen erholen, aber ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie da drin verliebt, weil da so viel Lila drin ist. Ja, ihr wisst, Lila, meine Farbe. Und dann gab es da noch einen süßen Blush, total süß aufgemacht in so einer Pappverpackung hier. Genau, von hinten sieht es so aus und der heißt auch, wie heißt er denn, 01 So was? Ich kann das auf dem Kopf nicht hier lesen, spiegelverkehrt, aber ihr seht es ja jetzt. Genau, und So This Is Love, genau. Wenn man das aufklappt, haben wir keinen Spiegel, aber nochmal ein sehr schönes Motiv, wie ich finde. Und hier ist die Farbe, hier ist der Blush. So, und der ist so Aprikot, hellpink, hat ganz dezenten Schimmer. Ganz dezent, so ein bisschen goldfarben. Da gab es leider keinen Tester, aber ich habe ihn jetzt trotzdem mitgenommen, weil Blush und Highlighter, schlimm. Was heißt schlimm? Schön schlimm. Jo, und jetzt seht ihr hier die Farbe. Also die Glitzerpartikel fallen nicht so auf, ne? Ja, aber ich kann mir den sehr, sehr schön vorstellen. Ich nehme noch mal ein bisschen. Ist so eine richtig schöne, frische Farbe jetzt für den Frühling. Und ihr seht, diese Glitzerpartikel sind ganz, ganz zart. Ist eine tolle Farbe. Ich trage jetzt leider schon Blush, aber ihr seht vielleicht. Also mir gefällt diese Farbe richtig gut. Ja, und total süß aufgemacht. Ja, und das letzte Produkt aus der LE ist der Highlighter. Ach, ich finde den so, so süß. Highlighter Puder 01 The Glass Slipper, genau wie der Nagellack. Ja, hier sind 9 Gramm drin enthalten. Und ja, der hat halt so eine, ja, so ein helles Rosenholztönchen. So, also ein bisschen lila, ne? Und ihr seht vielleicht diese wunderschönen Rosen. Es ist eigentlich zu schade, jetzt da drin rumzuswatchen, aber ich mache es jetzt mal. Leider gab es auch da keinen Highlighter. So. Ah, oh, toll. Ja. Oh, der hat so einen schönen Fettglanz. Und ich mag sowas total. Das können wir ja mal ausprobieren. Ich setze mir den jetzt mal hier oder ich setze mir den, glaube ich, dahin. Es kommt nämlich gleich aus der einen anderen LE auch noch ein Highlighter. Ich habe hier einen sauberen Pinsel von Alverde. Gab es auch mal in irgendeiner LE, glaube ich. So einen kleinen süßen hier. Jetzt gehe ich da mal rein. Mal gucken, ob der krümelt. Nö. Okay. Ich hole euch mal ran. Ich habe nämlich keinen Highlighter, noch nicht hier drauf. So. Wollen wir mal gucken, ob man was erkennen kann. Ich hoffe. Vielleicht aus der Ferne gleich besser. Ah, ich glaube, ganz zart, ne? Oder habe ich einen zu weichen Pinsel gewählt? Doch, man sieht ihn, ne? Schön. Ach ja, und aber schaut doch mal. Das ja, hat mir halt total gefallen. Hier die Aufmachung. Schön. Riechen tut er jetzt nicht. Nein. Aber ihr seht hier den Glanz. Also ist dezent. Aber wenn man, also ich kann mir das auch gut unterm Augenbrauenbogen vorstellen, im Augeninnenwinkel oder vielleicht auch als Lidschatten, wer das mag. Weil er halt so einen schönen, ja, hat halt keine groben Glitzerpartikel, ne? Genau, das war die Cinderella LE. Und dann habe ich noch die Essence LE entdeckt. Wie heißt die denn? Pure Shimmer Highlighter, Nude Prism oder so ähnlich. Ja, ich musste mir diesen Highlighter mitnehmen. Den habe ich jetzt bei Instagram schon auf diversen Bildern gesehen und fand das halt so, so schön. Ist zwar ganz schön hoher Preis gewesen, weil hier sind jetzt nur 5 Gramm drin, ne? Wo hier waren 9 Gramm drin. Und hier seht ihr vielleicht schon, ja, diese schöne Muster, diese erhabenen, wie sagt man dazu? Ne, nicht Karo-Muster.
Naja, ihr seht es ja, hoffentlich. Das ist halt mehr so ein Champagner. Seht ihr, da sind manche so erhaben, die sind dann, die gucken dann so oben drüber. Richtig, richtig schön. Und da gab es auch einen Tester. Und ja, da sieht man vielleicht, dass der halt mehr ins Champagner geht. Ich mache den mal hier drüber. So. Ne? Der hier ist viel, viel heller und der geht so mehr ins wärmere Champagner, finde ich, von der Farbe her. Hat aber auch keine groben Glitzerpartikel. Ich habe mir noch einen sauberen Pinsel mitgebracht. Von Catrice war das mal einer. Der ist so ein bisschen flach. Dann gehe ich mal hier rein. Mal gucken. Stauben tut es, glaube ich, nicht. Habe ich überhaupt was am Pinsel? Kommt mir so vor, als hätte ich, wartet mal. Das ist aber hart gepresst. Guckt mal, ich drücke jetzt ganz fest. Und am Pinsel doch ein bisschen ist jetzt. Okay. So, oder mal mit den Fingern. Ich habe hier mal ein bisschen auf den Finger genommen. Manchmal geht es so auch besser. Ja, jetzt sieht man es besser. Also wer es dezent möchte, nimmt den Pinsel. Und wer es mehr möchte oder halt auch für den unterm Augenbrauenbogen, ist natürlich jetzt nicht ideal, was ich mache mit dem Finger, aber ich habe jetzt keinen Pinsel. Aber ich finde den Effekt toll. Es ist halt ohne groben Glitzer, wie gesagt, und ich finde das Design einfach schön und gefällt mir richtig gut, ja. So. Doch. Hier ist er. Hier ist der andere. Jo, schön. Gefällt mir gut, aber scheint ziemlich fest gepresst zu sein. Aber gut, das ist immer noch besser, wie wenn zu viel Produkt am Pinsel klebt. Aber man sieht sehr schön, ne? Doch. Ja, und wie gesagt, das lässt das Sammlerherz höher schlagen. Und natürlich werden die Produkte auch benutzt. Pure Shimmer Highlighter und ich zeige euch nochmal Nude... Ah, ich kann das nicht aussprechen. Pure, wie spricht man das aus? Hier ist der Name da oben. Nude Purism, ja. Und dann gab es da auch noch Nagellacke, die haben mich aber jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Dann gab es da noch so Lidschattenquattros, zwei verschiedene, einmal mit so einem Blauton, das andere waren schon schöne Bärentöne. Waren auch relativ gut pigmentiert, konnte man testen bei uns. Aber ich habe gedacht, Nadine, reiß dich am Riemen, du hast genug Lidschatten. Dann gab es da noch Lippenstifte. Ich glaube, vier verschiedene Sorten. Relativ schlicht gehalten in Schwarz. Hier oben ist so ein Ornament. Und die haben es mir aber angetan, also diese Farbe. Die anderen waren sehr hell, so hell Karamell Nude. Und das hier ist so ein etwas intensiverer Ton, die 1003 Delicate Rosewood. Ja. Und ihr seht es vielleicht... Hier ist ganz, ganz feiner, ja, goldener Schimmer, würde ich sagen. Seht ihr das? Und jetzt blinkt mein Akku rot. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Die Form finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd. Ich trage mir den mal eben schnell auf. So, ich habe mir den mal eben schnell aufgetragen. Jetzt blinkt nämlich mein Akku. Also sehr, sehr schön, finde ich. Ich mache euch nochmal auf der Hand einen Swatch. Die sind jetzt nicht ganz so farbintensiv, eher schier. Aber der hat so einen schönen Schimmer, ne? Also ist ein toller Alltagston, wie ich finde. Gibt auch so einen schönen Glanz auf die Lippen. Und kann ich mir auch gut vorstellen, dass der vielleicht mitkommt nach Budapest. Weil den kann ich mal eben ohne Spiegel auch auftragen. Fühlt sich sehr angenehm cremig auch an, ja. Ja, das war's, ihr Lieben. Und wie gesagt, das war jetzt gar nicht so geplant, aber ich hoffe, ihr freut euch trotzdem, weil ich schaue auch immer gerne Haul-Videos und ja, ich bin einfach begeistert auch von diesem One Ginger Morning, dass sie da jetzt ein Körperspray rausgebracht haben und dann so ein Duschpeeling. Ich bin gespannt, was ich mitnehme nach Budapest. Mal schauen. Vielleicht waren interessante Produkte für euch dabei. Würde ich mich freuen über euer Feedback, über eure Meinungen und ja, ich räume die Sachen jetzt weg. Wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das Video gerade schaut. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und dann würde ich mal sagen, bleibt mir gesund und bis ganz bald, eure Nadine.